Um ein Diagramm einzufügen, kann man die Werte entsprechend vorher im Excel erfassen, den Bereich, den man gerne als Diagramm hat, aktivieren. Und dann hat es hier oben eine ganze Auswahl von verschiedenen Diagrammen. Man kann direkt bestimmte Diagramme auswählen oder man kann sich auch Diagramme hier empfehlen lassen und aufgrund von denen auswählen. Ich hätte gerne jetzt hier ein Kuchendiagramm gehabt. Ich mache das dreidimensional. Und kann dann nachher hier verschieben, so wie ich es will, einrichten. Es hat in den Vorlagen oben ganz verschiedene Varianten, die ich nachher wählen kann, wie ich es gerne dargestellt hätte. Ich nehme jetzt hier den Diagrammtitel. Per Doppelklick darauf kann man noch anpassen. Und jetzt kann man das Diagramm beispielsweise auch kopieren und wieder einfügen, in ein Word-Dokument einfügen, ganz wie man das will.